I'm excited to bring God's word to you today. Ich freue mich heute, Gottes Wort mit euch zu teilen. And it's a privilege to work with you, Christina. Ah, es ist ein Vorrecht, mit mir zu arbeiten. Is it your first time? No, it's not. Also, es ist nicht mein erstes Mal, but it's been a long time. It's been a while. Also, es ist schon ein Weilchen her, dass ich hier vorne übersetzt habe. Okay, so as Basti said. Also, wie der Basti schon gesagt hat. We're speaking about new life. Sprechen wir über neues Leben. But there's things in life. Es gibt Dinge im Leben. That sometimes draw us away from new life. Die uns von diesem neuen Leben wegziehen. And we're going to chat about when I push hard at life. Und wir reden heute drüber, wie es ist, wenn ich einfach richtig viel gebe und ja. A driven lifestyle. Ein getriebenes Leben. And you know, scripture doesn't say much about a driven life. Und in der Bibel steht nicht viel über einen getriebenen Lebensstil. The Bible doesn't say and speak about a work-life balance. In der Bibel steht nichts über eine work-life balance. And it's difficult to find passages about work-life balance. Und es ist echt schwierig, Bibelstellen zu finden über work-life balance. Because the Bible doesn't see the difference between work and life. Weil die Bibel keinen Unterschied macht zwischen Alltag und Arbeitsleben. You see, the problem with work-life balance, und das Problem mit der work-life balance, that they are opposing forces. Dass das einfach gegensätzliche Kräfte sind. You either do work-life, ach, work well, wir arbeiten entweder gut, or you do life well. Oder wir haben einen angenehmen Alltag. If you see life as work-life. Wenn man diese Trennung macht zwischen Arbeit und Alltag. You know a seesaw with a kid? Kennt ihr die Wippe bei Kindern? And then you go to the middle. Dann geht man in die Mitte. And you've got this tension inside of you. Man hat so eine Anspannung in sich. And life is a disaster. Und Leben ist einfach eine Katastrophe. And life is painful. Und es ist schmerzhaft. And you feel you never get this right. Und es fühlt sich an, als würde man es einfach nicht hinkriegen. You see, and Jesus didn't have the concept of work-life balance. Und Jesus kannte dieses Konzept nicht von work-life balance. He worked in rhythms. Er hat in Rhythmen gearbeitet. Rhythms of work. Im Rhythmus von Arbeit. Of celebration. Feiern. Of relationship. Beziehungen. Loving God and others. Gott in anderen lieben. And you know, when we seek. No, we seek work-life balance. Ja, wir wünschen uns alle eine work-life balance. But we also want health. Aber wir wollen auch Gesundheit. And wholeness. Und Ganzheit. And joy. Und Freude. But at the end, aber am Ende, our bodies are tired. Sind unsere Körper müde? Our spirits are depleted. Unser Geist ist erschöpft. Our souls are drained. Unsere Seele ist einfach müde. And our relationships are strained. Und unsere Beziehungen sind belastet. You see, it's, if we look at creation, wenn wir die Schöpfung anschauen, it has renewable energy. Dann hat es eine erneuerbare Energie. The earth is still spinning. Die Erde dreht sich immer noch. At the same pace. Mit der gleichen Geschwindigkeit. The sun is still shining at the same degrees. Die Sonne scheint immer noch mit der gleichen Temperatur. There's renewable energy. The oceans are moving. Es gibt erneuerbare Energie. Die Meere bewegen sich. And when we look at our lives, und wenn wir uns selber angucken, we'll like say, where's the renewable energy? Dann fragen wir uns, wo ist diese erneuerbare Energie? We feel sucked dry. Wir fühlen uns so richtig ausgetrocknet. See, there's almost like energy leaks. Es ist fast wie so ein Energieleck, wo das die Energie rausleckt. It's like holes in us and so, it's leaking energy. So Löcher in uns, wo die Energie rauskommt. Do you know how that feels? Wisst ihr, wie sich das anfühlt? You know, and it's and God wants us to plug. Yeah. God wants us to plug the holes, to stop the leaks. Und Gott möchte, dass wir diese Löcher stopfen, dass diese Lecke dicht sind. And it's these energy draining emotions. Und sind diese energieraubenden Gefühle. That cause negative. Die negatives. The negative process for to leak.
ja, die dieses Negative in uns machen, dass wir einfach Energie lecken. You know, in your mobile phone with your apps. Ihr kennt eure Mobiltelefone mit den Apps. And if you have too many apps open. Wenn ihr zu viele Apps offen habt. What happens to the battery? Was passiert mit der Batterie? It leaks. It doesn't last. Hält nicht lange. It's like having the app of worry. Es ist wie wenn du die App offen hast von Sorge, Fear, Angst, Insecurity, Unsicherheit, Performance, Performance Druck, Leistungsdruck. And they're running at the back. Und die laufen alle im Hintergrund. And our batteries just don't last. Und die Batterie hält einfach nicht lang. It's the same thing, you know. Every day we do some form of cleansing. Und ihr wisst, jeden Tag tun wir irgendeine Form, machen wir irgendeine Form von Reinigung. You brush your teeth. Ihr putzt eure Zähne. You wash your hair. Ihr kämmt euer Haar. You have a shower. Duscht euch. Why do we do that? Warum macht ihr das? Because we collect dirt. Weil wir Dreck aufnehmen mit der Zeit. So we cleanse it. Also reinigen wir uns davon. Now it's the same with my soul, my thinking, my emotions. Es ist das Gleiche mit unserer Seele, mit unserem Denken, mit unseren Gefühlen. I collect things. Ich nehme Sachen auf. Would you agree? You're like looking at me. No, Sheree. I don't collect anything in my soul. That's fine. Also ihr guckt, sorry. No, that's fine. Also ihr schaut alle so ein bisschen wie so, nee, ich nehme nichts auf. So our souls and our minds and our thinking. Also unsere Seele, unser Denken und unser Denken. Need a detoxing. Die brauchen so ein Detox, ein Entgiften. Because if we don't detox, weil wenn wir uns nicht entgiften, damage is the result. Dann kommt es zu Schaden. Family relationships are strained. Familienbeziehungen sind belastet. I feel driven. Und ich fühle mich getrieben. I have to obtain something. Ich muss was erreichen. I have to try and get something. Ich muss irgendwo hinkommen. I'm not good enough. Ich bin nicht gut genug. For this and so reasons that I think for a driven life. Und ich glaube einige Gründe für so einen getriebenen Lebensstil. And when we push too hard. Ist wenn wir es zu doll versuchen. Is when we have idols. Ist wenn wir irgendwelche Götzen haben. And one of the idols are. Und einer dieser Götzen. I want to make a name for myself. Ist ich möchte einen Namen aus mir machen. And that's a lie that we live by. Und das ist eine Lüge, mit der wir leben. I'm driven because I want to be perfect. Ich bin getrieben, weil ich perfekt sein möchte. I want to feel worth. Ich möchte wertvoll. I want to feel admiration. Ich möchte Bewunderung erleben. I want to have status. Ich möchte einen bestimmten Status erreichen. And so what happens is we sacrifice our health. Und dann opfern wir unsere Gesundheit. We sacrifice our family. Wir opfern unsere Familie. Our discipleship. Unsere Jüngerschaft. And we put it on the altar of work. Und wir tun es auf diesen Altar der Arbeit. You see, when we have idols, those idols become our provision. Und wenn wir solche Götzen haben, dann werden diese Götzen zu unseren Versorgern. But they can only fool us for a time. Aber die können uns nur für eine Weile Energie geben. Because we might be looked over for a promotion. Weil vielleicht werden wir übersehen, wenn es um eine Beförderung geht. You might be retrenched. Vielleicht. You might be fired. Ja, es kann sein, dass du gefeuert wirst. Or you have to retire one day. Oder du musst eines Tages in Rente gehen. And work ends. Und die Arbeit endet. Yeah, but what has happened in my relationships? Aber was ist in dieser Zeit mit meinen Beziehungen passiert? You see, and work und Arbeit is what you keep yourself busy with most of the day. Arbeit ist das, womit du dich am Tag am meisten beschäftigst. Whether it's a doctor or a mum. Ob es ein Arzt ist oder eine Mutter. A teacher, a teenager, a student. Ein Lehrer, ein Teenie, ein Schüler. See, fulfillment doesn't come by frenzied work. Und das kommt nicht von ganz krasser Arbeit. It comes from rest. Das kommt von Ruhe. See, strength comes from quietness and trust. Stärke kommt von Ruhe und Vertrauen. And trusting that Christ is enough. Und das Vertrauen, dass Gott genug ist.
Another one is that we run away. Ein anderes ist, dass wir weglaufen. And we run towards. Und wir laufen zu etwas. I'm driven because I'm running away from my past. Ich bin getrieben, weil ich von meiner Vergangenheit weglaufe. I'm running away how my parents did my childhood. Ich laufe davon weg, wie meine Eltern meine Kindheit gestaltet haben. Or I'm running to prove my teacher wrong. Oder ich laufe dorthin, um meinem Lehrer zu zeigen, dass er kein Recht hatte. My parents wrong. Meine Eltern lagen falsch. My colleagues wrong. Mein Kollege hat Unrecht. I'm driven because I want to give my kids that which I never had. Ich bin getrieben, weil ich meinen Kindern das geben möchte, was ich nie hatte. And so what does a burnt out person look like? Und jetzt, was sind so die Merkmale von einer ausgebrannten Person? You and me. Du und ich. That's how we look. So sehen wir aus. We just put masks on. Wir ziehen nur eine Maske über. I'm gonna do this. Ich kann das schaffen. You see, burnt out is not a product of how long you have lived. Ja, Burnout ist nicht irgendwie das Ergebnis davon, wie lange du gelebt hast. It's a product of how you live. Es ist das Ergebnis davon, wie du gelebt hast. I mean, signs of burnout physically. Also es gibt physische Zeichen von Burnout. You're drained. Du bist erschöpft. You're frequently ill. Du bist oft krank. You've got headaches. Du headaches, pain. Du hast Kopfschmerzen. You can't sleep. Du kannst nicht schlafen. Emotionally. Emotionale Zeichen. You depreciate your worth. Du nimmst deinen Selbstwert nicht so wahr. You self-doubt yourself. Du zweifelst an You've dir. Got no motivation. Du hast keine You're Motivation negative. Mehr. Du, you? You're negative. Ah, du bist negativ. Okay. with behavior, you know, you withdraw from responsibility. Und ja, so Verhaltenskennzeichen you, sind, dass du von Verantwortung wegläufst. You procrastinate. Du dir ewig Zeit lässt, du Dinge rausschiebst. You start enjoying food or alcohol or something. Du fängst an, zu viel zu essen oder Alkohol zu trinken. But listen to what John 1 John 2. Jetzt hört mal, was in 1. Johannes 2 steht. Verse 15 to 17 says. And these are the effects. If you can recognize, und das sind die Fakten, wenn ihr jetzt erkennt, these things in your life, wenn ihr jetzt erkennt, von diesen Punkten, welche in eurem Leben, you might realize you are pushing too hard. Dann könnt ihr vielleicht erkennen, dass ihr euch zu sehr anstrengt. Okay. 1 John 2 says, never give your heart to this world or to anything in it. A man cannot love the Father and love the world at the same time. For the whole world system, based as it is on man's primitive desires, their greedy ambitions and their obsession with status and importance, is not derived from the Father at all, but from the world itself. The world and all its passions, desire, will one day disappear. But the man who is following God's will is part of the permanent. It cannot die. Ja, 1. Johannes 2, 15 bis 17. Gebt euer Herz nicht der Welt oder den Dingen in ihr hin. Ein Mensch kann nicht den Vater und die Dinge der Welt gleichzeitig lieben. Denn das, was die Welt ausmacht, mit den primitiven Verlangen des Menschen, ihren gierigen Ambitionen und ihrer Besessenheit mit Status und Wichtigkeit, kommt nicht vom Vater, sondern von der Welt selbst. Die Welt und alle ihre leidenschaftlichen Wünsche werden eines Tages vergehen. Aber der Mensch, der Gott nachfolgt, wird Teil der Ewigkeit und kann nicht sterben. And I just want to share with you three building blocks. Und ich möchte einfach drei Bausteine mit euch teilen. This is not self-help. Das ist hier keine Selbsthilfegruppe. This is allowing God's word and spirit. Das ist Gottes Wort und Geist. To aid healthy living. Einfach nehmen, um gesundes Leben zu bewirken. A new life. Ein neues Leben. You see, I believe. Also ich glaube, Jesus died. Dass Jesus gestorben ist. That I can experience wholeness.
damit ich Ganzheit erleben kann. I believe Jesus died. Ich glaube, dass Jesus gestorben ist. So that I can know, damit ich wissen kann, I am called. Dass ich berufen bin. So the first building block is make sure. Also der erste Baustein ist mach geh sicher. You breathe. Geh sicher, dass du atmest. Take a breath. Atme tief ein. You see, we set ourselves, sorry, we set up our lives. Ja, wir bauen unsere Leben so, when we receive, dass wir empfangen, and not when we achieve. Ah, unser Leben wird so aufgebaut, nicht danach, dass wir empfangen, sondern dass wir schaffen. You see, rest is the premise of all scripture. Und Ruhe ist einfach eine Voraussetzung in der Bibel. See, the art of godly living. Und diese Kunst des göttlichen Lebens involves how we make our choices with time. Das verändert sich je nachdem, wie wir unsere Entscheidungen treffen. See, the Hebrew word for soul. The Hebrew word for soul. Das hebräische Wort für Seele is ruach. Heißt Ruach. Meaning breath. Und es bedeutet Atme. So the spiritual, our spiritual lives. Also unser geistliches Leben, one of breathing in, ist eins von einatmen und ausatmen. There's a rhythm. Und da ist ein Rhythmus. Remember, we are God breathed. Wir sind von, ja, wir haben Gottes Atem in uns. It's not only my physical body that needs to breathe. Es ist nicht nur mein physischer Körper, der atmen muss, but my spiritual body. Aber mein geistlicher Körper auch. Needs to breathe in. Er muss einatmen and needs to breathe out. Und ausatmen. And my soul must will. Und meine Seele to breathe in life. Muss Leben ein- und ausatmen wollen. And breathe out life. Breathe out life. Und Leben auch ausatmen. Like my body does. So does my emotions. Und so müssen das auch meine Gefühle tun. So, you know the understanding of Sabbath. Und ihr kennt alle das Konzept Sabbat? Rest. Ruhe. But the word Sabbath means. Aber das Wort Sabbat bedeutet. Catch one's breath. Zum Atem kommen. Isn't it beautiful? Ist es nicht wunderschön? Sabbath. Sabbat. Catch one's breath. Ja, zum Atem, wieder zu Atem kommen. See, the stronger that you breathe out. Und je stärker du ausatmest, the more you have to breathe in. Desto mehr kann man wieder einatmen. If you're working fast, wenn du ganz viel arbeitest, the more you have to breathe in. Desto mehr musst du einatmen. Because if I just do this, our lives are sometimes. Und so fühlt sich unsere Leben manchmal an. And then we ask God. Und dann fragen wir Gott, why? Warum? You see, the word of God und das Wort Gottes is designed to transform me. Ist gemacht, um zu verwandeln. It's what it does. Das ist das, was es tut. One of the greatest transformations of your soul. Und eine der größten Verwandlungen deiner Seele is to learn godly breathing. Ist dieses göttliche Atmen zu lernen. Godly breathing. Göttliches Atmen. Sabbath is not a day. Sabbat ist nicht einfach ein Tag. It's not time. Es ist nicht Zeit. It's a place you live from. Es ist ein Ort, aus dem man lebt. Summer is coming. Der Sommer kommt. We're going on holiday. Wir gehen in die Ferien. You going on holiday? Geht ihr in Urlaub? Yes. That's not Sabbath. Das ist nicht Sabbat. Let's go to Genesis 2, verse 2. Lass uns in 1. Mose schauen. By the seventh day, God had finished his work, and on the seventh day he rested from all his work. Am siebten Tag hatte Gott seine Werke vollendet, am siebten Tag ruhte er von all seiner Arbeit.
God was not tired. Gott war nicht müde. God says in his word, Gott hat in seinem Wort gesagt, he doesn't become tired. Dass er nicht müde wird. Would you agree? Stimmt das? So he was resting. Also er ruhte sich aus. Because God was confident, weil Gott darauf vertraut hat, that his word, dass sein Wort, will accomplish, das erreichen würde, what it said it would, was es gesagt hat, dass es erreichen würde. He was confident, er hat darauf vertraut, that his word, dass sein Wort, would accomplish, das erreichen what wird, it said it would, was es auch gesagt hat, dass es erreichen würde. So he could rest. Also konnte er ruhen. Joshua and Caleb. Joshua und Caleb. And 10 others. Und 10 andere. Go to the promised land. We'll go and spy out the promised land. Gehen ins verheißene Land, um das auszuspionieren, auszukundschaften. Because what did God say? Weil was hat Gott gesagt? I am giving you the land. Ich gebe euch das Land. That was a word of God. Das war ein Wort Gottes. They come back. Sie kamen zurück. Two of them say yes. Und 2 von ihnen sagen yes. 10 of them say no. Und 10 von ihnen sagen nein. You know the story? Ihr kennt die Geschichte? So, what do they decide? Also, was haben sie entschieden? They're not going to take God's word. Sie nehmen nicht das Wort Gottes. And they suffered. Und sie haben gelitten. They tried to do it themselves. Sie haben es versucht selber zu They machen. Worked hard. Sie haben hart gearbeitet. They walked many hours. Sie sind viele Stunden many gelaufen, years. Viele Jahre lang. Because they said they can do it. Weil sie gesagt haben, sie können es selber. So resting, also ruhen, is when we become persuaded, wenn wir davon überzeugt sind, that God is at rest with me. Dass Gott mit mir ruht. God is not in heaven. Gott ist nicht irgendwo im Himmel. Rushing around. Und hetzt da um die umher. What must I do with Sheree? Was soll ich nur mit Sheree machen? He's at rest about me. Er ruht mit und über mich. He's at rest about you. Er ist auch über dich in Ruhe. God is not freaking out about my life. Gott rastet nicht über mein Leben aus. How is Sheree going to make it? Wie wird's Sheree schaffen? Where is she gonna get strength for the day? Woher bekommt sie Kraft für den Tag? I should have created her differently. Ich hätte sie anders gestalten sollen. God says no. Gott sagt nein. I believe my image in her. Ich glaube an mein Bild in ihr. My word is powerful. Mein Wort ist kraftvoll. He's at rest. Er ruht. When you are persuaded, wenn du davon überzeugt bist, that God is at rest about you, dass Gott über dich im Frieden ist, you become at rest dann hast with yourself. Dann hast auch du Frieden mit dir selbst. Otherwise, sonst you push too hard. Versuchst es einfach zu arg. Rest is recognizing. Ruhe kann man sehen. The thoughts God has for you. In der Ruhe kann man die Gedanken sehen, die Gott über uns hat. Good. What's that word? Genau. Genug. Genau. 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 Ja, yeah. Genau. Rest is recognizing. Also in der Ruhe kann man sehen, the thoughts God has for you. Welche Gedanken Gott über dich hat. Ephesians 1 verse, I'm going to verse 3. Epheser 1 Vers 3. You see, I have to move from a driven life. Ihr seht, ich muss von einem getriebenen Leben wegkommen. To a called life. Zu einem berufenen Leben. Listen, oh, it says, verse 3, it says, every spiritual blessing in heaven, in the heavenly realm, has already been lavished upon us
as a love gift from our wonderful heavenly Father, the Father of our Lord Jesus, all because he sees us wrapped in Christ. Epheser 1, Vers 3. Jede geistliche Segnung des Himmels wurde schon über uns ausgegossen als ein Liebesgeschenk unseres wunderbaren himmlischen Vaters, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus. Wir bekamen dieses Geschenk allein deshalb, weil Gott uns mit Jesus umhüllt sieht. Every spiritual blessing. Jede geistliche Segnung. We sang, I believe in you. Wir haben vorhin gesungen, ich glaube an dich. God's word, Gottes Wort, transforms our lives. Verwandelt unsere Leben. Jesus. Wow. The second one. Das zweite. The building block. Der zweite Baustein. Sacramentalize your world. Heilige deine Welt. Life, das Leben, has taught us we've got sacred, hat uns beigebracht, es gibt heilig, and we've got secular, und wir haben weltlich. It comes from the Greek-Roman influence in our lives. Das kommt von der griechisch-römischen Influenz in unserem Leben. The Greek gods were holy. Die griechischen Götter waren heilig. But man was broken. Aber der Mensch war zerbrochen. So now I separate godly moments. Und deshalb trennen wir göttliche Momente from our life. Von unserem Leben. And a building block. Und ein Baustein is to discover, ist zu erkennen, all of life, das ganze is Leben sacred. Ist heilig. Listen to Mark 12:30. Hört zu Mark 12. Markus. You are to love the Lord your God with every passion of your heart, with all the energy of your being, with every thought that is within you and with all your strength. Du sollst den Herrn, deinen Gott, mit der ganzen Leidenschaft deines Herzens lieben, mit der ganzen Energie deines Seins und mit jedem Gedanken, der in dir ist und mit aller deiner Kraft. You see, every part of my life is sacred. Also jeder Teil meines Lebens ist heilig. It's holy. Ist, ja, heilig. You know why? Ja? Because Jesus... Wisst ihr warum? Weil the Holy Spirit, Jesus, der Heilige Geist, God the Father, Gott, unser Vater, is here. Hier ist. Hier sind. So if he's here, if they're here, also wenn sie hier sind, it's sacred. Dann ist es heilig. So whether I work in the garden, also wenn ich im Garten arbeite, whether I'm doing a medical operation, wenn ich irgendeine Operation durchführe, whether I'm at school, ob ich in der Schule bin, whether I'm a judge, ob ich ein Richter bin, it's sacred. Das ist geheiligt. We need to connect our Sunday with our Monday. Und wir müssen unseren Sonntag mit unserem Montag zusammenbringen. Today is not more holy. Heute ist nicht heiliger. Than tomorrow saying hello to your boss. Also wenn du morgen, als wenn du morgen früh deinem Boss Hallo sagst. What makes that not holy? Was macht das nicht heilig? Having a beer with your friend. A beer. What's a beer? Bier. Wenn du mit deinem Kumpel ein Bier trinkst. Bier trinken. What's that word? Trinken. No, Gnade. What? Genau. Your life is sacred. Dein Leben ist heilig. You see, it's acknowledging they are here. Es ist das einfach wahrnehmen, dass sie hier sind. You're sitting with your child. Du sitzt da mit deinem Kind. You're listening to your teacher. Du hörst deinem Lehrer zu. You're in a Zoom. Du bist in einem Zoom-Call. And you're pushing hard. Und du arbeitest einfach richtig and hart. You're trying to impress. Und du versuchst zu beeindrucken. And you're trying to get it right. Und du versuchst es richtig zu machen. And the Holy Spirit, Jesus and the Father. Und der Heilige Geist, Jesus und der Vater sitzen da. Twiddling their thumbs. Drehen ihre Daumen. Do you know that I'm here? Weißt du, dass ich hier bin?
Why do you think I'm here? Was denkst du denn, warum ich hier bin? To make you suffer. Um dich leiden zu sehen? Or to carry your burdens. Oder um deine Last zu tragen? Or to give you wisdom. Oder um dir Weisheit zu geben? Pressure is off. Der Druck ist weg. Pressure is off. Der Druck ist weg. They are here. Sie sind hier. There's four in the room, always. Es sind immer vier Leute im Raum. Amen. 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 God is at rest about me. Gott ist im Frieden über mich. I want to end. Ich möchte zum Ende kommen. I'm going to jump forward. I want to read you this closing scripture. Ich möchte diese Stelle noch zum Schluss lesen. Diese Jesus, Stelle. Thank you. Thank you, thank you, thank you. Danke, Jesus. John 15, verse 5. Johannes 15, Vers 5. Are you excited to live a new life? Seid ihr begeistert davon, ein neues Leben kennenzulernen? Yes! Ja! Breathe! Atmet es ein und aus. It's God's breath in me. Es ist Gottes Atem in mir. He's spoken life. Er hat Leben gesprochen. It transforms. It's powerful. Es verwandelt. Es ist kraftvoll. Rest. Ruhe. Sure. Listen here. Mark 15, verse 5 says, I am the true sprouting vine, and the farmer who tends the vine is my father. Oh, it's someone I know. Oh, sorry. That's okay. He cares, I'll read it. He cares for the branches connected to me by lifting and propping up fruitless branches and pruning every fruitful branch to yield greater harvest. The words I have spoken over you have already cleansed you. So you must remain in life union with me, for I remain in life union with you. For as a branch severed from the vine will not bear fruit, so your life will be fruitless unless you live your life intimately joined with me. I am the sprouting vine and you are the branches. Oh, as you live in union with me as your source, fruitfulness will stream from within you. Genau, nochmal den Anfang. Ich bin der wahre, sprießende Weinstock und mein Vater ist der Weinbauer, der den Weinstock hegt. Er kümmert sich um die Reben, die mit mir verbunden sind. Die fruchtlosen Reben hebt er hoch und stützt sie ab. Die fruchtbaren Reben schneidet er zurück, damit sie noch mehr Ernte bringen. Durch die Worte, die ich zu euch gesprochen habe, seid ihr schon rein. Ihr sollt also in einer Lebenseinheit mit mir bleiben, so wie ich in einer Lebenseinheit mit euch bleibe. Denn jede Rebe, die vom Weinstock getrennt ist, wird keine Frucht bringen. So wird auch euer Leben fruchtlos bleiben, bis ihr ein Leben lebt, das eng mit meinem verbunden ist. Ich bin der sprießende Weinstock und ihr seid meine Reben. Wenn ihr in Einheit mit mir als eure Quelle lebt, wird Fruchtbarkeit aus eurem Inneren herausströmen. Aber wenn ihr getrennt von mir lebt, seid ihr kraftlos. You see, as I live in union with him, und ihr seht, so wie ich in Einheit mit ihm lebe, wenn ich in Einheit mit ihm als meine Quelle lebe, what happens? Was passiert? Fruitfulness, Fruchtbarkeit, will stream from within, wird aus mir herausströmen. A driven life, ein getriebenes Leben, is I'm trying to get something, ist ich versuche was zu erreichen. A called life, ein berufenes Leben, is the fruitfulness comes within. Ist, dass die Fruchtbarkeit aus mir rauskommt. It will be natural. Es passiert dann ganz natürlich. God is never designed. Gott hat sich das nicht so ausgedacht. For us to achieve stuff. Dass wir irgendwas erreichen müssen.
Never. Nie. He's designed us to receive. Er hat uns gemacht, um zu empfangen. And when you receive, und wenn du empfängst, your life starts mattering. Dann fängt dein Leben an, eine Bedeutung zu haben. Then there's purpose. Dann ist da Bestimmung. Profound, profound. Ganz tief. So I want to encourage you. Also ich möchte euch ermutigen. If you have any of these symptoms, wenn ihr irgendwelche dieser Symptome habt, please recognize them. Bitte nehmt sie wahr. Say yes. Sagt ja. Because what happens then? Weil was passiert dann? I can start drawing from the Christ within. Wir können immer noch von Christus in uns zehren. I can stop damage. Wir können den Schaden aufhalten. I can experience new life. Wir können neues Leben erleben. Can we just pray? Können wir noch beten? Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Lord, we want to surrender. Jesus, wir wollen kapitulieren vor dir. We want to surrender, Lord. Wir wollen aufgeben. Lord, you are the great I am. Du bist der große Ich bin. You live inside of us, Lord. Du lebst in uns, Herr. And this morning we want to recognize. Und das wollen wir diesen Morgen aussprechen. That you are at rest about us. Dass du über uns im Frieden bist. Thank you, Father. Danke, Vater. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Amen. Amen. Amen.